Aufgabe 5. Von vornherein ein paar Regeln, an die ich mich während der Rechnung halten werde. Und zwar grundsätzlich gibt es für viele dieser Aufgaben mehrere Lösungswege. Ich werde immer den jeweiligen Lösungsweg auswählen, den ich am besten finde. Und es werden stets nur Lösungswege, Verfahren und Formeln benutzt, die in der Abiturprüfung auch zugelassen sind. Das bedeutet keine Tricks und keine exotischen Verfahren aus dem Studium. Außerdem, wenn sinnvoll, werde ich bei jeder Aufgabe unter den i-Punkt oben rechts in der Ecke das passende Videotutorial zu dem jeweiligen Thema verknüpfen. Gegeben ist die Gerade G und die Ebene E, untersuchen Sie die gegenseitige Lage von G und E. Indirekt haben wir hier einen Idealfall, und zwar die Ebene befindet sich in Koordinatenform. Das bedeutet, Ihr Normalvektor ist ablesbar und alle Rechnungen mittels Koordinatenform sind ein bisschen einfacher als mit den anderen zwei Formen, also Parameter oder normalen Form. Es gibt auch hier mehrere Möglichkeiten, die Sache anzugehen. Ich werde mich jetzt für den klassischen Weg entscheiden, und zwar, ich werde die Gerade zerlegen in einzelnen Koordinaten, zeilenweise. Also, entsprechend ist x1 2 plus t mal 1, also kurz gesagt 2 plus t. x2 wäre dann 0 plus t mal 0, also 0. Und x3 ist 1 minus 3t. Diese allgemeine Koordinatenabhängigkeit von t werde ich in unserer Ebenengleichung für x1, x2 und x3 einsetzen. Dadurch ergibt sich eine Gleichung, die lautet 3 mal 2 plus t minus 2 mal x2 war ja 0 plus x3, also plus 1 minus 3t, sind gleich 14. Jetzt, wir haben nur eine Unbekannte, wir versuchen die Gleichung zusammenzufassen, nach t umzuformen. Wenn wir die Klammer hier vorne auflösen, haben wir 6 plus 3t, minus 2 mal 0 sind natürlich 0, plus 1 minus 3t sind gleich 14. Dabei sollte uns auffallen, plus 3t minus 3t kürze ich weg und am Ende steht nur noch 7 ist gleich 14. Das ist natürlich ein mathematischer Widerspruch. Das bedeutet indirekt, es gibt gar keine Lösungen. Also die Gerade und die Ebene haben gar keine gemeinsamen Punkte. Wenn sich eine Gerade und eine Ebene nie treffen, dann sind sie natürlich parallel zueinander. Also g parallel zu e. Und jetzt die zweite Teilaufgabe. Die Gerade h entsteht durch Spiegelung der Gerade g an der Ebene e. Bestimmen Sie eine Gleichung von h. Naja, ich formuliere es mal so. Irgendwo müssen ja die vier Verrechnungspunkte oben in der Aufgabenstellung kommen. Und das ist von dieser Teilaufgabe. Um uns den Sachverhalt ein bisschen besser vorstellen zu können, ist es empfehlenswert, eine Planskizze zu benutzen. Also, wir haben gerade herausgefunden, dass g parallel zu e ist. Und wenn wir jetzt g an e spiegeln wollen, dann wird die Spiegelgerade h, wie die grüne da unten, aussehen. Das bedeutet indirekt für uns, g und h sind natürlich parallel zueinander. Das bringt uns allerdings auch ein paar Vorteile mit sich. Und zwar, wenn wir uns jetzt vom Aufbau her die Gerade g vorstellen, dann besitzt jede Gerade natürlich einen Stützvektor, den man sich abstrakt auch als Stützpunkt vorstellen kann, den nenne ich jetzt einfach mal p, und einen Richtungsvektor, den ich jetzt zweckshalber Vektor r nenne. Weil h parallel zu g ist, haben Sie oder können Sie beziehungsweise den gleichen Richtungsvektor oder ein Vielfaches davon haben. Natürlich entscheiden wir uns jetzt für den gleichen Richtungsvektor. Das bedeutet, wir haben an dieser Stelle eine Sorge weniger. Für die Spiegelgerade h ist der Richtungsvektor schon bekannt. Also ich nenne ihn jetzt einfach mal rh. Das ist genau der Richtungsvektor der Geraden g, dieser 1, 0 und minus 3. Deshalb können wir gleich schreiben, rh ist 1, 0, minus 3, weil g und h zueinander parallel sind. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist ein weiterer Punkt auf h, um die Gleichung aufzustellen. Um den rauszubekommen, müssen wir einen Punkt von g, zum Beispiel diesen Stützpunkt p, an der Ebene e spiegeln, natürlich über einen Lotfußpunkt, und damit bekämen wir P' raus, das ist das Bildpunkt von P,
Und der fehlt uns noch, um die Gleichung für h aufzustellen. Also, um p an der Ebene e zu spiegeln, brauchen wir zuerst diesen Lotfußpunkt L. Dafür stellen wir eine sogenannte Lot- oder Hilfsgerade durch die Punkte PL und P', die bezeichne ich jetzt mit L. Und diese Gerade steht natürlich orthogonal zu der Ebene und verläuft durch diesen Punkt P. Also L hat die Gleichung. Wir können als Stützvektor dann diesen Punkt P nehmen, das ist der Stützvektor von G. Also kurz gesagt, das hier ist P mit den Koordinaten 2, 0, 1. Und was wir außerdem noch brauchen, ist ein Richtungsvektor für unsere Geraden. Und weil sie orthogonal zu der Ebene steht, können wir als Richtungsvektor den Normalvektor dieser Ebene benutzen. Den Normalvektor, zur Erinnerung, könnt ihr einfach problemlos hier bei der Koordinatenform ablesen. Das sind einfach die Koeffizienten von x1, x2 und x3. Also, die lauten dann 3, minus 2 und 1. Ich schreibe mal kurz hin, weil das ist immer so, das ist der Normalvektor der Ebene. Dieser Lotfußpunkt, was wir zuerst suchen, ist nichts anderes als der Schnittpunkt zwischen dieser Geraden und der Ebene. Aus diesem Grund zerlege ich die Gerade jetzt in einzelnen Koordinaten. x1 ist dann 2 plus 3s. x2 wären dann minus 2s. Und x3 sind dann 1 plus s. Und diese allgemeine Koordinaten setzen wir dann in unsere Ebenengleichung ein. Also haben wir an dieser Stelle 3 mal 2 plus 3s minus 2 mal minus 2s. Statt x3 schreibe ich 1 plus s und das Ganze ergibt 14. Was dabei entstanden ist, ist eine Gleichung mit einer Unbekannten. Also wir lösen die Klammer auf und formen nach s um. Entsprechend haben wir dann 6 plus 9s plus 4s plus 1 plus s sind dann 14. Zuerst diese s-Terme zusammenfassen, hätten wir dann 14s und dann die Zahlen. 6 plus 1 sind 7. 7 können wir rüberbringen mit minus 7 und dann haben wir hier 7 stehen. 14 minus 7 sind 7. Geteilt durch 14, somit ist s 1/2. Diesen Wert für s nutzen wir jetzt, um den Lotfußpunkt zu bestimmen. Also wir setzen s in die Geradengleichung ein. Ich schreibe hier kurz an der Seite. S gleich 1/2 in L einsetzen. Und damit kriegen wir den Lotfußpunkt raus. Also wenn ich hier 1/2 einsetze, dann habe ich 2 plus 3 mal 1/2, also plus 1,5 sind dann entsprechend 3,5. Dann minus 2 mal 1/2 sind minus 1. Und 1 plus 1/2 sind natürlich 1,5. Also wir haben jetzt den Lotfußpunkt. Was wir noch brauchen, ist P'. Dafür bilden wir eine sogenannte Linearkombination. Also wir wählen für unsere Planskizze hier irgendwo einen Koordinatenursprung. Und wir suchen an dieser Stelle den Ortsvektor zu P'. Es gibt zwei Möglichkeiten, den zu bekommen. Entweder über P oder direkt über L. Ich werde jetzt den kürzeren Lösungsweg nehmen, über L. Also ich sage dann einfach OL plus L'. Und L'' können wir natürlich nicht, aber L' ist identisch mit dem Vektor PL. Entsprechend lautet dann unsere Vektorkette oder Linearkombination. OP' ist dann, wie bereits gesagt, OL plus den Vektor PL. Vergiss nicht, L ist genau die Mitte zwischen P und P', deshalb funktioniert das ganz gut. OL ist natürlich der Ortsvektor von L. Das ist nur der Punkt L geschrieben als Vektor. 3,5, minus 1 und 1,5. Und der Vektor PL ist nichts anderes als L minus P. L steht hier. P ist der Stützvektor der Geraden G von oben. Also 3,5 minus 2 sind natürlich 1,5. Minus 1 minus 0 sind minus 1. Und 1,5 minus 1 sind 0,5. Zusammengefasst ergibt das Ganze 5,
minus 2 und 2. Und das sind dann die Koordinaten des Bildpunktes P'. 5, minus 2 und 2. Damit haben wir alles, was wir brauchen, um die Gerade H aufzustellen. Also wir haben hier diesen Richtungsvektor RH und wir haben P' als Stützvektor. Dann lautet die Gleichung von H 5 minus 2 und 2 plus meinetwegen K mal 1, 0 minus 3. Ja, es waren von Zeit und Rechenaufwand hart verdiente 4 Punkte.